Hallo, zurzeit wird wieder die Ausweitung der Rechte der Ermittlungsbehörden gefordert. Immer wenn irgendwas passiert, wird gefordert, dass die Ermittlungsbehörden unbedingt zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung brauchen. Die Internetforen gehören überwacht und vieles andere mehr. Es wird der Eindruck erweckt, dass unsere Ermittlungsbehörden, das sind jetzt nicht nur Polizei, sondern natürlich auch LKA, BKA, MAD, Verfassungsschutz, Nachrichtendienst, Geheimdienste und wahrscheinlich auch noch EKG und der Verein Christlicher Junger Männer. Insoweit dachten wir uns mal, es wäre vielleicht gar keine schlechte Idee für einen kleinen Reality-Check. Schauen wir uns doch mal an, was unsere Cops dürfen. Ist es denn wirklich so, dass während über Deutschland das Verbrechen und das Chaos hereinbricht, unsere Beamten rechte und tatenlos zusehen müssen und quasi zu Taschenbillard verdammt sind? Oder ist es nicht eher so, dass die notwendigen Rechte durchaus vorhanden sind, nur das entsprechend geschulte Personal nicht vorhanden ist, um diese Rechte auch einzusetzen? Also kann es nicht sein, dass die Politiker, die das oben genannte fordern, genauso unterbelichtet sind wie die Bürger, die nach dauernd höheren Strafen für irgendwelche Straftaten rufen, dabei aber völlig übersehen, dass nicht das Gesetz das Problem ist, sondern das Problem ist, dass die Gerichte nicht unbedingt die höheren Strafen auch anwenden. Dann ist das Ganze, die ganze Forderung nach mehr und mehr und mehr völlig witzlos. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, ich will nicht pauschal sagen, dass die Cops, und Cops ist jetzt hier einfach mal als Synonym für alle Ermittlungsdienste zu sehen, zu viele Rechte haben. Ich bin durchaus dafür, dass, wenn ein richtiger Verdacht besteht, dass dann auch alle entsprechenden gesetzlichen Register gezogen werden, um den Verdacht zu erhärten oder eben um ihn auszuräumen und dann entsprechend zu handeln. Da habe ich kein Problem mit. Mir geht's eigentlich grundsätzlich um sogenannte Vollpfostenforderungen wie die Vorratsdatenspeicherung, bei der alle Bürger ohne Verdacht überwacht werden. Forenüberwachung und so weiter, ebenfalls genauso dämlich. Brauchen wir das? Oder haben wir das nicht schon? Und noch eine kleine weitere Klarstellung, dass die Vertreter des BKA immer mehr Rechte fordern. Das ist für mich grundsätzlich ebenfalls okay. Das ist deren Job. Das BKA hat die Aufgabe, Gefahren abzuwehren. Jetzt mal allgemein gehalten. Das ist deren Maxime und dafür wollen die natürlich alles. Die scheißen auf die Freiheit der einzelnen Bürger. Die wollen Sicherheit. Und deswegen fordern und fordern und fordern die. Das ist ihr Job und insoweit ist das auch okay, zumindest für mich. Die dürfen das. Ich fordere hier übrigens schon seit Jahren, dass ich ein Ferrari GTO mit den von Enzo Ferrari handgenähten und mit dem Hintern trocken geföhnten Ledersitzen brauche, um standesgemäß zur Arbeit zu fahren natürlich. So viel also zu Forderungen und fordern kann jeder alles, aber unsere Politiker als Vertreter des Volkes müssen die Freiheit im Auge behalten und deswegen müssen sie genau abwägen, welches Werkzeug man dem total mit Steroiden vollgepumpten Pitbull in die Hand gibt und welche nicht. Denn auch wenn sich so schön über Gut und Böse schwadronieren lässt und man ist ja immer nur gegen die Bösen und wir sind ja alle die Guten, auch die Bösen haben Rechte. Und die haben die nicht, weil wir so unglaublich cool sind, sondern weil sich die Guten mit den gleichen Rechten schützen müssen. Okay, sorry wegen der langen Vorrede. Kommen wir also zu den Rechten, das, was unsere Ermittlungsbehörden heute dürfen. Zielwahlsuche ermöglicht die Ermittlung von Rufnummern, von denen Verbindungen zu einem bekannten Anschluss hergestellt werden. Überwachung und Aufzeichnung des Inhalts eines Telekommunikationsvorgangs. Auswertung von Daten aus Gerätespeicher oder SIM-Karten. Auskunft über Bestandsdaten von TK-Anbietern und von Telemedienanbietern. Und Telemedien, ganz nebenbei, das sind auch Webseiten. Personenauskunft zu einer vorhandenen Rufnummer und zu vorhandenen dynamischen oder statischen IP-Adressen sowie E-Mail-Adressen. Ermittlung von Standortdaten von Mobiltelefonen über Mobilfunknetze. Ermittlung von Standortdaten von Mobiltelefonen in Echtzeit. Auskunft über Rechnungsdaten. Auskunft über künftig anfallende Verkehrsdaten. Auskunft über in der Vergangenheit angefallene Verkehrsdaten. Das ist streng genommen, um mal hier einen kleinen Einwurf zu machen, das ist streng genommen die Vorratsdatenspeicherung. Faktisch ist sie allerdings ein bisschen eingegrenzt, da nicht jedes Unternehmen dazu gezwungen ist, diese Daten zu überhaupt zu erfassen. Aber wenn sie da sind und viele Provider speichern Daten bis zu 3 Monaten freiwillig, wenn diese Daten also da sind, dann können Sie sie einsehen, also und die Ermittlungsbehörden,
Falls allerdings ein Unternehmen sofort alles löscht, gibt's natürlich nichts mehr zu sehen. Ermittlung von PIN und PUC. Aufzeichnung des E-Mail-Verkehrs während der Übertragungsphase. Die klassische Man-in-the-Middle-Attacke. Kontrolle, Sicherstellung des E-Mail-Verkehrs während der Zwischenspeicherung auf dem Mail-Server des Providers. Sicherstellung von E-Mails auf dem Computer des Empfängers. Ermittlung der sogenannten IMSI zur Identifizierung oder Lokalisierung durch sogenannte IMSI-Catcher. Ermittlung der sogenannten IMAI. Feststellung, welche Mobiltelefone zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Funkzelle eine Netzwerkverbindung aufgebaut hatten, sogenannte Funkzellenabfrage. Einsatz von GPS-Technik zur Observation Verdächtiger. Zugriff auf Daten in geschlossenen Internetforen mit Hilfe von Zugangsdaten, die ohne oder gegen den Willen der Kommunikationsbeteiligten erlangt wurden. Kfz-Ortung bei Fahrzeugen mit SIM-Modul. Ermittlung von Nachrichten, die auf einer Mailbox gespeichert sind. Online-Durchsuchung und Einsatz, Installation von Spionagesoftware wie Trojaner, Keylogger und anderem. Derzeit gibt's dafür keine gesetzliche Grundlage, wird aber zum Beispiel in Bayern dennoch praktiziert. Stille SMS dient der Ermittlung des Aufenthaltortes sowie der Erstellung von Bewegungsprofilen von Personen, die Mobiltelefone nutzen. Die Ermittler schicken einen Ping an eine ihnen bekannte Handynummer. Beim Mobilfunkbetreiber wird dadurch ein Datensatz mit Verbindungsdaten erzeugt, unter anderem mit Angaben zur Funkzelle, in der sich das Handy befindet. So nach dem Motto, wenn sich der Verdächtige nicht selbst verrät, dann schicken wir ihm halt so lange SMS-Nachrichten, die er quasi gar nicht mitbekommt, aber wir sehen dann wenigstens, wo er sich bewegt. Aufzeichnung der Internettelefonie, Voice over IP, unter Verwendung entsprechender Überwachungssoftware. WLAN-Catcher oder Wi-Fi-Catcher, ein Gerät zur Erfassung kabelloser Datenströme, dient der Ermittlung der exakten geografischen Ausbreitung des versorgten Bereichs eines WLANs und der Identifizierung aller eingeloggten Endgeräte sowie der Überwachung/Aufzeichnung des Datenverkehrs. Wenn ich also diese Rechte sehe, unter anderem mit dem Zugang zu Foren, und dann die Forderung von Politikern höre, dass Foren überwacht werden sollten, ich sag's mal so, einfach nur fail zu sagen, trifft es nicht ganz. Da macht einer seinen Job gar nicht gut. Und ach ja, muss ich eigentlich noch erwähnen, dass ich den Ferrari immer noch nicht habe? Okay.